Ich bin Malerin und Zeichnerin und präsentiere in diesem Jahr auf der Australe eine Auswahl von aktuellen Zeichnungen. Die Australe ist hier, glaube ich, jedem ein Begriff. Und es ist ja auch eine einzigartige Mischung, dass hier einerseits Dresdner Künstler sehr stark präsent sind und andererseits aber eben auch immer sehr viele Künstler von woanders her. Und ich selbst habe zum Beispiel die Australe tatsächlich noch als Touristin kennengelernt und das war für mich so ein Einstieg, was es hier alles so zu sehen. Ich arbeite als Radiererin in Dresden, habe seit den 70er Jahren diese Technik für mich entdeckt, arbeite im Künstlerhaus Dresden und vertiefe diese Technik immer weiter. Mein Name ist Henry de Parade. Ich lebe in Dresden und habe ein Atelier im Künstlerhaus in Dresden. Ich finde die Australe insofern wichtig, dass man mal einen Überblick kriegt über das, was in den Ateliers gemacht wird. Zweitens, dass sie auch dazu dient, die Dresdner Kunst und die, was darüber hinausgeht im deutschen Bereich, mit der europäischen Entwicklung in eine Beziehung zu setzen. Dresden ist ein klassischer Kunststandort, also einfach von der klassischen Moderne her, was ich auch studiert habe. Aber es hat natürlich immer wieder Facetten in ganz verschiedene Richtungen. Hier wachsen sehr viele verschiedene Richtungen, auch unter jungen Künstlern natürlich. Und das ist, finde ich, sehr spannend. Also Australien in drei Worten, das finde ich schwierig. Belebend, frisch, macht Mut, Freude und zukunftsweisend. Ich liebe sie.